Hallo und herzlich willkommen. Nein, ich mach nochmal. Moin. Ja, wir sind wieder da, die GeoGuessr Gang. Let's explore the world. Yo. Und wie angekündigt, wo sind wir? Warte, was? Da. Famous Places war das. Hm? Marek, hättest du gerne eine Challenge-Runde oder nicht? Erstmal entspannen, ne? Also. Geht das nicht relativ schnell sogar? Ja, ach komm, die erkennen wir oder wir erkennen sie nicht, also insofern. Ja, dann macht Challenge. Ja. Wenn wir sie nicht erkennen, dann... Obwohl wir letztes Mal ja ziemlich lange diskutiert haben, gerade bei den Famous Places. Was soll's? Mach mal. Dann machen wir... Ja, nein! Weil Carina noch und alle Ecken wollte und ich dachte, was ist diese Straße? Um sich dann doch um ein paar Kilometer zu verschätzen. Dann gucken wir mal. Ohne. Das ist in Washington, oh, das Washington Monument. Nee, das ist das Washington Monument. Okay, dann müssen wir es auch noch finden. In Washington, würde ich sagen. Easy? Ist das easy? Hm. Washington ist aber nicht Washington. Nein, das ist der Staat Washington. DC, da, so, ja. Okay, alles klar. So, da so reinfahren. Das sollte man ja eigentlich dann sogar schon fast sehen können. Und dann. Ja, genau, das ist das Washington Monument, oder? Das ist auf der anderen Seite des Lincoln Memorials, richtig? Nee, doch da hier. Guckt doch die... Da sind wir, das ist ja, das. Genau. Ja, genau. Und dann sind wir oben bei der Straße. Also die Straße, die da durch... Nee. Wo, da sitzt der Mensch. Das ist Lincoln. Nee, aber der Turm ist auch eingezeichnet. Was ist das? Ach so, Moment. Der Turm ist doch da links, oder? Ach so, das ist der Washington... Das ist das Washington Monument und das ist der Lincoln Memorial. Ja, dann sind wir da. Also da, wo ich jetzt gerade drauf zeige, auf dem Bildschirm. Sorry, ich habe meine Brille nicht auf. Was ihr nicht sehen könnt. Schaffen wir es exakt auf den... Also wir sind hier an der Ecke von dem, also es ist relativ nah an der Ecke. Ja genau, also dann musst du noch ein bisschen näher. Ja, dann musst du noch ein bisschen näher. Hier sind wir. Ja genau. Jetzt bin ich gespannt. Ein Meter. Sieben Meter. Meter, wow. 5000 Punkte, ja volle Punktzahl. Also für sowas. Läuft. Okay. Okay, Akropolis. Das ist easy. Ja, da war ich auch schon. Akropolis? Waren wir da nicht sogar schon bei GeoGuessr? Ja, waren wir sogar schon. Muss ich aber helfen? Ja, ich glaube tatsächlich auch. Wo ist das genau? Athen. Athen. Ich kenne mich mit Griechenland nicht so aus. Macht auch nichts. Und auf einer Erhöhung? Ja, das ist sieht man nicht ganz so gut. Näher an Athen ran. Akropolis auf Athen. Ja, genau. Okay, irgendwo genau. Das ist ja wieder richtig mittendrin. Hätte ich auch nicht gedacht. Das sieht man auch von überall. Das ist Innenstadt, Downtown. Athen ist auch gar nicht so rum. Downtown, ja. Ja. Die wollen eine Mall da reinbauen, habe ich gehört. 119 Meter. Oh, bitte, das hättest du, ja, hättest du ein bisschen besser. Das hätten wir noch liebevoller hingekriegt. Ja, aber wir guck mal. Zwischen den Gebäuden, wir haben sogar die Gebäude gesehen. Ja, guck mal, wir haben Punkte gekriegt. Alles nur wegen dir. Ich dachte, das für das Gebäude, das ganze Ding. Nein, waren drin? Das ist diese Erhöhung da. Du heilige Scheiße. Tut mir leid. Ein bisschen Puntrückzug ist okay. Das ist weltberühmt. Achso, Moment. Das weltberühmte. Lass mal lesen. Boarding begins here. Boarding? Space. Ist das irgendwie Cape Canaveral oder sowas? Hier sitzt der NASA. Houston. Können es aber leider nicht bewegen, das ist das Problem. Houston, wir haben ein Problem. Ja. Kacke. Ja, wir können es nicht bewegen. Wir können nur Leuten zusehen und. Etwas. Was machen wir? Also ich glaube immer noch Houston. Moment, ich muss noch ein bisschen bewegen, warte. Ja, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, also Na. Der Fuß. Ja, der Fuß. Ist schon... Süße Füße. Ja, whatever. Das Moment. Problem ist halt, wir können uns nicht bewegen und ich habe keine Ahnung, wo wir sein könnten. Es ist auf jeden Fall etwas Englischsprachiges. Fahr nochmal hoch halt was an dem Gebäude. Space Shots. Ja, fahr nochmal nach oben. Space Shots? Das kann doch kein Famous Place sein. Vielleicht wo so die erste Rakete rausgeflogen ist oder sowas. Ich bezweifle, dass es hier so aussieht. Ja. Ja, keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ja. Die NASA ist in Houston. Die NASA ist in Houston? Mhm. Vielleicht gibt es ja überall so Space Cafés. Mhm, das kann sein. Houston, Texas. Da. Wie kommst du darauf? Was? Auf Houston. Ja, irgendwas mit Space halt. Okay. Fast. Das war ein Washington. Ach, war das Space Needle. Ach du Scheiße. Das war Space Needle? Ja. Ja, wenn der so gestaucht wird zur Unkenntlichkeit. Stimmt. Hast du das gesagt? Nee. Ach so. Scheiße, stimmt. Das hätten wir echt, da hätten wir echt drauf... Ja. Oh. Da hätten wir echt drauf kommen also können. Also heute ist echt Needle-Tag hier. Fuck, Alter. Ja, stimmt. Das Needle. Weiß ich doch. Das ist doch, ist das in St. Petersburg oder so? Ja, möglich, ne? Ja. Was so eine Art? Ja, das sieht wirklich danach aus. Ich kann mich leider auch nicht bewegen, aber ich denke mal, es ist das, dieser Platz da.
Dieser eine. Moment, wo war das? Nee, oben, Ostsee. Oben, ne? Irgendwo in Frankreich. Da. Nee, es ist dieser komische Platz Sankt ganz Petersburg in der Mitte. Ist doch nicht in Frankreich. Nee. Ja, Muski-Musee. Muski-Musee. Meinst du, das ist ein Museum? Nee, das ist hier der Dingspalast. Ja, dieser komische... Da sind auch Flaggen oben drauf, ne? Aber kann man zoomen? Was? Da oben auf dem... Ja, zoom mal rein auf den Flaggenmast oben. Das ist nicht Russland. Was? Ah! Was war das denn? Wir sind wieder in Washington. Oh mein Gott. Haben wir gerade einen Bug gefunden? Ich weiß es nicht. Möglich. Geheimgang nach Washington. Frage ist jetzt, ob nach St. Petersburg gefragt wird oder Washington. Ich würde mal in St. Petersburg bleiben. Ja, würde ich auch sagen. Also, meine Spielekenntnisse sagen mir, dass St. Petersburg die richtige Antwort hier ist. Es muss St. Petersburg sein. Also, ich weiß auch nicht. Kennst du das Brettspiel St. Petersburg? Nee, kann ich nicht. Das ist ein sehr gutes. Finden Sie Minde. Okay, egal. Wenn das jetzt Washington wozu? Ist. Wozu? Ich krieg jetzt einfach mal hier rein. Wenn das Washington ist, dann bin ich sehr beleidigt. Aber trotzdem, wozu sollte irgendwer. Oh, es war Spanien. Wo war das? Madrid. Oh. Ah! Natürlich! Stimmt, wir waren ja bei der Fahne und dann habe ich gerade gesagt, nein, das ist nicht Russland. Hoppla. Stimmt, das war Madrid. Das war rot und gelb. Rot und gelb habe ich auch gesehen. Ja, ja. Oh Gott, es tut mir leid, unsere spanischen Abonnenten sind jetzt alle abgesprungen. Die russischen sind schon weg, die spanischen. Ja. Las Vegas. Eine Pyramide. Las Vegas. Ja, Las Vegas. Aber sowas von. Obwohl, in Oldenburg gibt es auch einen pyramidenförmigen Mediamarkt, richtig? Ja, richtig. Da habe ich in der Nähe gewohnt, in Wechleu. Das ist aber nicht der Strip. Woher weißt du sowas? Gegedi. Nein, was? Dass der. Dass es in Oldenburg einen pyramidenförmigen Mediamarkt gibt. Ich dachte, du meintest Alex, dass es nicht der Strip ist. Boah, weißt du, dass das nicht ich der Strip ist? Ich bin schon dort gewesen, es tut mir leid. Im pyramidenförmigen Mediamarkt? Ja. Wollen wir noch ein bisschen mehr Werbung machen eigentlich, oder? Ach so, der es gibt natürlich noch andere Elektronikfachmärkte. Aber nicht pyramidenförmig. Zum Beispiel? Oder. Expert. Gibt's noch einen? Ach so, Expert, ja. Ja, Expert und. Mediamarkt. Ja, und dann noch Amazon und eBay. Ja, ja, und im Baumarkt, da kann man auch immer DVDs kaufen. Luxor Hotel Casino, da ist ja, genau, Luxor. Genau, hier genau. Ist das. Sehr gut. Geil. 38 Meter. Ja, gut. So. Ich glaube, das war's, oder? Dafür kriegt man nicht die volle Punktzahl. Für 38, 37 Meter? Nee, eben waren wir ja noch näher dran bei Athen. Und also als Alex es total verkackt hat in der zweiten Runde. Also total verkackt, ey. Hammer. Okay. Nur, dass wir zweimal komplett daneben lagen. Das war echt schade. Das hat Famous Places so an sich. Aber ne? Das ist echt meine Lieblingsrunde. Also meine Lieblingsspiel. Ja, das ist ganz cool. Ja. Das ist ganz cool, ja. Aber entweder ist man halt komplett nah dran oder man ist komplett weit weg. Ich habe das Gefühl. Weil wenn man es weiß, stimmt, dann weiß man es. Ja. Da muss man halt nur genau den Punkt finden. Ja, gut. Ich halte mich wieder raus bei dem Abschied. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jakob, sag du was am Ende. So richtig offiziell jetzt den Deckel drauf machen. Ja, okay, Mareike hat sich schon verabschiedet. Alex ist geistig im Feierabend. Ich sag mal, dann bis zum nächsten Mal. Oh, dieser Druck. Bis zum nächsten Mal bei GeoGuessr. Ich freue mich auf euch. Ja, das machst du gut. Okay, danke.